So, moin moin und herzlich willkommen zur neuen Woche mit Rush Royale. Ja, herzlich willkommen am Brückentag. Ich hoffe, dass ihr auch frei habt. Ich habe heute frei, morgen Feiertag. Das heißt, wir haben mal ein bisschen mehr Zeit für Rush Royale. Haben wir uns das vorgenommen, kommen wir gleich dazu. Erstmal die Supporter des Tages. Angefangen mit der Kaloi vor 18 Stunden, dann der Dolphin. Nord, der Exotix ist wieder mit am Start. Grüße aus dem Dritten. Grüße gehen zurück. Der Bobby, der Art Donitz. Dönitz wird es ausgesprochen. Schreibt er sogar noch in die Nachricht. Die anderen beiden Male vergessen einzutragen. Dönitz wird es ausgesprochen. Vielen lieben Dank für deinen Support die letzten Tage. Der Dolphin Nord nochmal. Der DN Moritz. Der Mimio einmal mit Grüße und Mimio nochmal mit der Nachricht der Taker. Okay, vielen lieben Dank. Der Jupp vor einer Stunde. Rein da Kristalle. Kristalle immer wichtig. Dann der Blacky, vielen lieben Dank auch für deinen Support. Sehr, sehr oft zu lesen, wie ich gestern schon erwähnt hatte. Kuss, Kuss, Kuss. Vielen lieben Dank. Und vor 58 Sekunden ich selbst. Ja, und warum ich selbst? Ich habe hier mal gerade auch ein bisschen was aufgeladen. Creator Code der Taker natürlich. Ihr könnt noch ordentlich sparen, wenn ihr die Säte benutzt. Es ist nach wie vor dieser 10% Bonus dabei. Ansonsten kennt ihr ja mein Video, wie man möglichst viel Geld sparen kann, wenn man Ingame aufladen will. Habe ich selbst auch gemacht, habe mal 1000 Platin aufgeladen, habe noch 100 Bonus bekommen, denn wir gehen ins Geistermeister-Event rein. Wir werden auch einen Road to 50, Platz 50 Stream heute noch machen. Das heißt, wenn ihr das Video seht, könnte ich eventuell schon live sein auf twitch.tv/thetaker_. Schaut gerne vorbei, würde ich mich drüber freuen. Ja, aber zum Geistermeister gleich mehr. Als erstes arbeiten wir natürlich die ganz normalen Sachen ab. Wir haben eine neue Fraktion der Woche mit dunkle Domäne. Booster Mana zu Beginn. Jede eine dieser Fraktionen generiert 40 Mana, wenn sie auftaucht. Ja, also ich habe heute Morgen schon gesehen, dass wahrscheinlich die Abfucker-Kultisten kommen werden. Ansonsten, ja, ist die Fraktion jetzt nicht ganz so stark, meiner Meinung nach. Nicht so stark auf jeden Fall wie letzte Woche. Moin Moin Kasper, den sehen wir hier auch. Grüß dich. Aber ja, haben wir erwähnt. Ansonsten gibt es natürlich neue Helden der Woche mit Schneeflocke und dem Trickser. Wer da noch was braucht, kann sich da gerne bedienen. Wir haben natürlich das Geistermeister-Event oder halt Roboter, je nachdem, was ihr da benötigt. Dazu kommen wir gleich zum Event. Wir bleiben erstmal beim Geistermeister und leveln den tatsächlich hoch. Ich habe mich dazu entschieden. Ich habe gerade mit Jupp noch zwei Koops gemacht, damit hoffentlich das Gold reicht. Und Kristall habe ich ein paar gespart, 15 Stück. Und wir gehen rein in den Geistermeister tatsächlich. Wir hauen den hoch auf Level 12. Let's go. Das gibt auch nochmal 14 Crit tatsächlich. Halleluja. Level 12 ist am Start. 4341 Crit. Und uns fehlen jetzt noch drei Kristalle. Die werden wir uns jetzt auch noch holen. Ich glaube, in der Taverne haben wir noch was frei. Genau. Wir wandeln den Dämonologen um in die drei fehlenden Kristalle. Ja, wir müssen jetzt immer hier ein bisschen haushalten mit unseren Kristallen. Da ist jetzt nicht mehr so viel Reserve übrig an Legendaries, die wir abgeben können. Aber wir haben es nochmal gepackt. Und damit können wir jetzt auch hier den Geistermeister direkt auf Level 13 leveln. Let's go. Zack. Und Level 13 bedeutet natürlich, dass wir auch wieder einen großen Schritt gemacht haben, denn wir können das Talent freischalten. Wir haben genug Kerne. Gold reicht auch aus. Richtig gerechnet. Sehr schön. Sogar ein Koop weniger hätte auch gereicht. Und dementsprechend haben wir jetzt hier das dritte Talent für den Geistermeister freigeschalten. Sehr, sehr schön. Flammenkraft und Sturmkraft. Das ist halt dieses Reinigungseffekt hier auf der rechten Seite, was man da auf jeden Fall braucht. Jetzt haben wir erstmal alles, um ihn spielen zu können. Und auf Max wird dann natürlich nochmal, ja, die Kirsche oben drauf werden. Dafür braucht man natürlich wieder 500 Kerne, die wir nicht haben. Da können wir ein bisschen sparen, aber wir können ja schon mal rechnen. Wir haben zwei von drei. Das heißt, wir brauchen jetzt insgesamt noch vier Geistermeister. Und wenn wir in die Top 50 pushen, könnte es reichen für vier Geistermeister. Denn wir können uns auf jeden Fall einen beziehungsweise fast zwei holen. Vielleicht schaffen wir zwei zu holen direkt über den Shop. Und dann würden uns noch zwei fehlen, die wir brauchen. Das heißt, eine Bonusküste müsste auslösen. Und möglichst dann noch die Top 50 Belohnung. Das wären auch nochmal ein Geistermeister, den wir da sicher bekommen würden. Und dementsprechend wären wir dann ready, um den Geistermeister, wenn wir genug Kerne und Kristalle haben,
auf Level 15 zu leveln. So, wir nehmen jetzt erstmal alles mit, was wir hier so brauchen. Ganz, ganz gut sind auch immer die hier tatsächlich. Ja, für 1 Euro kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Da sind immer 200 Tokens drin. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht so viel Geld reinhauen wollt und euch aber nach und nach eine Event-Einheit holen möchtet, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, die hier vielleicht immer mitzukaufen. 2 Euro hat man vielleicht übrig. Das sind immer 400 Tokens extra. Das heißt, den Pass holen, die beiden Angebote und dann halt Free-to-Play versuchen, den Pass durchzuspielen. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Und dann können wir uns hier tatsächlich auch schon den ersten mitnehmen. Und damit hätten wir schon genug für das 14er Upgrade, wenn wir jetzt genug Kristalle natürlich hätten, ne? Das ist natürlich Grundvoraussetzung. Ja, haben wir erstmal soweit alles gepackt, was wir brauchen. Den 13er haben wir. Jetzt holen wir uns noch ein paar Tickets, die wir auch brauchen werden auf dem Weg zu Top 50. Die Ritter-Tickets. Dafür empfehlen sich tatsächlich die kleineren Pakete, wenn es nur um Tickets geht. Hier sind halt für 10 Euro 10 Tickets drin, was echt nicht schlecht ist. Weil hier die größeren Pakete, ihr seht es hier, für 50 Euro haben wir nur noch 12 Tickets drin, ne? Dafür halt noch Legendaries dazu. Aber wenn es nur um rein um Tickets geht, dann auf jeden Fall diese kleinen Angebote hier mitnehmen. Wie viel Platin haben wir noch? 60. Ja. Ich würde sagen, wir holen uns hiervon noch eine und dann beheben wir erstmal den Rest auf. Gucken, vielleicht haben wir jetzt auch schon Glück auf diese 10% Chance. Das wäre absolut crazy. Ich glaube nicht dran, aber let's go. Kultist. Ist okay, nehmen wir auf jeden Fall mit. 10 Ritter-Tickets und nochmal 2800 Münzen. Ja, Kultist auch starke Karte, gehe ich aber auch nicht rauf. Werde ich wahrscheinlich umwandeln in einen weiteren Kristall. Hier gibt es nochmal, ja, 2 Heldenhafte, die sind auch wichtig. Sehr, sehr schön. Das nehmen wir so mit. Ansonsten können wir ja mal kurz gucken, wie viele Kristalle wir jetzt brauchen. Sind es immer noch 9? Ja, 9 Stück. Einen hätten wir jetzt wieder bekommen. Ja, das wird ein weiter Weg. Aber wir haben ihn jetzt erstmal auf Level 13. Sehr, sehr schön. Ja, wir zocken unser Jägerdeck. Wir nehmen jetzt hier aber noch einen Banner mit rein. Empfehlung von unserem ja, Top-Spieler gerade im Event. Wo ist der Banner? Kann ich euch ja gleich mal zeigen. Wenn wir hier auf Rangliste gehen. Auf der 1 sehen wir eine Nachteule. Ah, Donitz. Grüße gehen raus. Platz 1 im Event. Na gut, hat auch gerade mal gestartet vor ja, 12 Stunden. Aber das wäre natürlich krass. Mir würde die Top 50 schon reichen tatsächlich. Diese eine Kiste, die man da bekommt. Hier, die hier. Das würde mir schon reichen. Dann würden wir wahrscheinlich alles zusammenbekommen, was wir brauchen für Geistermeister 15. Notfalls dann halt im nächsten Event nochmal. So, wir verspielen jetzt erstmal die normalen Tickets, weil damit sich die hier wieder ansammeln können. Wir müssen ja nichts verschenken, ne? Auch wenn wir hier in die Ritter-Tickets reingehen. Wir spielen unser Jäger-Deck. Ganz easy, dazu gab es schon einige Videos. Guckt euch die gerne nochmal an. Beziehungsweise, ja, wir spielen ja jetzt hier auch. Da könnt ihr auch nochmal gucken. Unser Gegner spielt... Oh, oh mein Gott. Spielt dasselbe, lol. Er spielt dasselbe. Machen wir auf Ernst oder... Schenken wir ihm den Sieg als Platz 1. Das ist ja auch mal eine Sache. Nachteule gegen Nachteule hier. Hatte ich auch noch nicht. Komm, wir schenken ihm den Sieg. Als Supporter und als Platz 1, da wollen wir ihm nicht im Weg stehen. Da geben wir ihm den Sieg. Wir hatten ja auch nur jetzt die normalen Tickets drin. Von dem her geht's. Ich hoffe, er sucht jetzt nicht direkt nochmal. Let's go. Bitte nicht nochmal den Adonitz. Ich will hier uns nicht gegenseitig die... Was ist hier los? Was zum Teufel? Zweimal in Folge gegen Clanmates. Ich fass es nicht. Das kommt ja schon fast gescriptet drüber hier. Und ich krieg hier nur Banner. Was ist das denn? Wenn er wüsste, dass ich gerade schon gegen Donitz gespielt habe. Mann, Mann, Mann. Hier ist was los. Guck mal hier, Easy Snack. Er sagt, wir sind Easy Snack. So, hier haben wir schon einen drin. Hier den Banner wäre schon wichtig, ne? Für die beiden Felder auf jeden Fall. 2, den ziehen wir weg, weil sonst stehen wir hier drin. Ja, siehst du, das war schon die richtige Entscheidung. Der ist schon mal wichtig. Wenn der hier hochgeht, wäre nicht so cool. 2 Siege, es dauert noch ein Momentchen.
Komm, trauen wir uns hier runterzuziehen? Ja, sehr schön. Dann können wir so hier ziehen. Haben wir schon mal zwei drin platziert, so wie wir es wollen. Drei Trophies. Ich dachte gerade, was ist das denn? Ich glaube, ihr hört es nicht. Jenny ist am Singen. Ich rede mit den Zuschauern. Ich sage, ich glaube, ihr hört es nicht, aber Jenny ist am Singen im Flur. So, wir ziehen jetzt mal die hier weg tatsächlich. Damit wir hier die beiden hier gleich ein Upgrade bekommen. Dann sind die schon mal auf T4. Das ist auch schon mal gut. Blitzmagier gegen Jäger. Das hatten wir beim letzten Mal schon. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir uns mit dem Jäger durchgesetzt gegen den Blitzmagier. Jetzt bin ich gespannt, ob es diesmal genauso werden wird. Wir haben halt den Vorteil, dass wir höchstwahrscheinlich auf jeden Fall auf T7 gehen werden. Ne? Mit dem Blitzmagier ist es ja immer so eine Sache. Gut, er hat einen Schreddermeister mit. Von dem her würde es auch klappen, theoretisch. Das muss auf jeden Fall sein Weg sein, dass er auf T7 geht. Ansonsten wird es wahrscheinlich kritisch. So, let's go. Yes, sehr schön. So, wir spawnen mal ein bisschen was. Da nehmen wir noch einen Jäger hin, natürlich. Das wird ja unser Main-Jäger am Ende des Tages. Hoffentlich. Wir brauchen halt noch den Banner da oben, theoretisch. Weiß nicht, ein Zweier-Einheit ist immer schwierig. Gut, 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 dass da kein Banner jetzt draus geworden ist. Hier können wir auch schon mal auf 3 machen. Aha, die Banner, ja, okay, ich wollte gerade sagen, die nutzen bisher noch nichts. Jetzt haben wir wenigstens einen schon mal dazu stehen. Da jetzt gerne auch ein Banner, wollte ich gerade sagen. Ja, hier noch ein Jäger, sehr schön. Über den Harlekin kriegen wir den auf jeden Fall. Können wir die hier merchen. Ein Jäger bitte noch. Jetzt kommt wieder ein Tribunal. Zweier, Dreier, ja gut, dann können wir es auch so machen. Kopieren wir so rum. Den hier in den Banner mit rein. Ja, dritter Statue, linkes Talent, ist auch eine Variante tatsächlich. Aber die müsste doch Batterien fressen, die Ritterstatue, oder? Kann man die auch jede Runde nehmen? Legendary. So, wir machen mal hier trotzdem die Power-Ups und natürlich auf dem Banner natürlich auch. Wichtig und richtig. Zack. Für die erhöhte Angriffsgeschwindigkeit, um den Jay am Ende öfter zu triggern. Ne? Das ist halt unser Ziel. Ihr müsst Einheiten, die schnelle Angriffsgeschwindigkeit haben, in diese Jay-Felder bekommen. Wir haben jetzt tatsächlich übrigens alle 4 schon drin. Gerade gar nicht aufgefallen. Um diese J-Bögen, die ihr hier ständig seht, zu triggern. Die machen halt den Main-Damage. Damals hatte ich ja hier Split-Stack so ohne Überlegung einfach mitgespielt und dachte mir so, wieso klappt das eigentlich so gut? Das liegt natürlich fast nur am J, ne? 20er J. Ein 10er solltet ihr mindestens haben, damit das klappt. Und ja, Feinsteller erklärt sich auch von alleine. Die sollen nachher ein bisschen Rüstungsbruch machen und vielleicht noch Slow. Das heißt, euer Ziel wäre natürlich, die 4 Jäger so hoch wie möglich zu bekommen und dann so viele wie möglich Feinsteller und natürlich noch ein Banner neben die Jäger. Das wäre natürlich das Optimum, was ihr da so rausholen könnt. Ihr seht hier, für jeden Mini-Boss und Boss kriegen wir diese Trophäen. Und ich glaube, bei 5 oder 6 Trophäen, wir können mal kurz nachlesen, bei 6 Trophäen gehen 2 random Jäger einen Fusionsrang nach oben, was uns halt mit der Zeit dann die T6, T7-Ränge auf jeden Fall bringen wird. Und spielt sich sehr, sehr gut. Ihr könnt die ganze Zeit dasselbe Deck spielen. Es gibt, kostet keine Batterie, das Deck. Und ja, dementsprechend könntet ihr den ganzen Tag das jetzt hier spielen, so wie der Dönitz das heute Donitz schon gemacht hat, um auf Platz 1 sich zu spielen. Grüße gehen da nochmal raus. So, wir können schon mal den Feinstall hier mit hochleveln. Warte jetzt ein bisschen ab, dass wir hier schon mal auf T6 vielleicht kommen mit dem hier hinten. Den Hexenmeister sollten wir auch gleich noch besiegen. Auf jeden Fall. Den Jay dann immer in die Bosse rein timen und dann klappt das auf jeden Fall sehr gut. Ja, Schredder, mit Blitzmagier und Schreddermeister kann es natürlich genauso gut klappen, wenn er die T7-Ränge kriegt. T6, T7 hier, einen hat er schon auf T6. Stark. Sehr schön. So, jetzt haben wir 4 Trophäen. Wir warten auf jeden Fall mal noch das nächste direkt Upgrade ab, bevor wir wieder was spawnen. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch hier den Banner hochkriegen oder hier noch einen Banner hin. Ja, ist natürlich doof, dass die nicht so zusammenhängend stehen, dass wir jetzt 3 Banner theoretisch bräuchten, um alle zu erreichen. Bisschen schwierig, aber mal gucken. Mal gucken, was wir hier machen gegen DN Moritz.
Okay, da haben wir direkt zwei Trophäen bekommen. Beim nächsten Miniboss kommen die Power-Ups. Vielleicht hier direkt auf die beiden T5er. Das wäre cool. Zwei T6er schon mal wäre schon schmackhaft. Na, wann kommt der nächste Miniboss? Chaos wird der nächste große Boss, okay. 14 Sekunden noch. Ich wollte gerade sagen, da ist er. Nee, das zählt nicht als Miniboss. Kommt keiner mehr. Doch, ich glaube, kurz vor der Rave kommt noch einer. Oder auch nicht. Gut, der Chaos bringt uns dann das Upgrade. Ja, wir haben ein bisschen mehr Schaden gemacht in der Rave. Ah, okay, einer ist auf T7, T6 hochgegangen. So, jetzt gucken wir mal. Hier vielleicht ein Banner? Nö. Nee, leider nicht. Da ist einer. Okay, das kann vielleicht helfen. Dann können wir uns hier den kopieren. Dann können wir schon mal hier ein Vierer-Banner draus machen. Jetzt hier Banner wäre cool. Schade. Ja, der kann ruhig das abkriegen. Das ist okay. Nein! Oh. Immer wenn man ihn nicht braucht, ne, kommt er. So. Was machen wir mit dem Banner? Auch nicht. Ja, gut. Kein Banner, schade. Aber wir können den Banner hier auf 5 machen für die beiden da. Ist auch schon mal wichtig. Kopieren ihn hier auf 3, dass wir Platz haben. Genau. Guck mal, jetzt kommt da auch noch ein Banner. Sehr schön. Da oben ist einer zu viel. Hier könnte auch ein Banner hin. Jawohl. Jetzt haben wir erstmal an jedem Jäger einen Banner dran. Der Großmeister, der wird uns ziehen wahrscheinlich, wa? Nee. Sehr schön. Glück gehabt. Ihm zieht er nochmal? Nö. So, was machen wir jetzt? Ja, wir müssen hier mal ziehen. Auf 4, das bringt uns nichts. Das bringt uns nichts. Ja, vielleicht, wenn wir Glück haben. Ist okay. Was können wir mit dem Dreier noch machen? Da können wir nur hier rein. Gut, wir hätten noch vorher nochmal Dread kopieren können. Ja, wir gehen jetzt auf die Fallensteller. Ich glaube, sehr viel höher kriegen wir es hier nicht am Ende. Ach, der Jäger hätte jetzt nicht sein müssen. So lassen wir es stehen. Gutes Spiel. Sehr viel mehr werde ich jetzt nicht spawnen. Jetzt lassen wir einfach hier runterlaufen, was passiert. Sieht aber ganz gut aus, dass wir gewinnen. Obwohl das auch eine coole Idee ist mit der Ritterstatue. Ich muss mal gleich gucken. Ich glaube, die Ritterstatue verbraucht aber Energie. Und dementsprechend gewinnt mal wieder der Jäger. Meine Empfehlung für euch auf jeden Fall gut. Noch hat er nicht gewonnen. Ja, schön. Habt ihr gesehen, das hat jetzt jedes Ding hat jetzt eine Trophäe gerade gebracht. Der Pudding, ne? Der hat, glaube ich, gerade alleine drei Trophäen gebracht. Und zwei Upgrades. Krass. Sehr, sehr stark. So, wir könnten jetzt hier noch merchen. Machen wir auch. Vielleicht noch eine Drake. Nö. Kriegen wir nicht. Oh, sehr schön. Ja, das Ding ist durch. Haben wir gewonnen. Grüße gehen auf jeden Fall raus. Gutes Spiel. Nachteulen gegen Nachteulen zweimal in Folge. Also ich glaube, sowas gab es bisher auch noch nicht. Ich glaube, alle Nachteulen gerade am Spielen. Da werden wir jetzt erstmal eine Pause einlegen. Und ja, wie gesagt, schaut gerne nachher im Stream vorbei. Würde ich mich sehr darüber freuen, euch dort zu sehen oder zu hören, was auch immer. Und ja, lasst gerne Support für den Kanal da, wenn ihr es möchtet. Kostenloses Abo. Kostet nichts, außerdem wer Twitch Prime hat, kann auch gerne mal sein Twitch Prime-Abo gerne da lassen. Da würde ich mich auch drüber freuen. Und ansonsten, ja, einfach nur danke fürs Video schauen. Wir sehen uns morgen wieder. Probiert das Deck gerne mal aus. Schreibt mir eure Erfahrungen dazu in die Kommentare, ob ihr vielleicht sagt, nee, Blitzmagier liegt euch besser. Oder sagt, nee, ey, der Jäger, der ist es echt. Meiner Meinung nach eins der besten Decks auf jeden Fall für die königliche Prüfung. Wir gucken jetzt nochmal Ritterstatue, ob sie Energie kostet. Nö, könnte auch die ganze Zeit spielen. Ja. Kann man sich auf jeden Fall mal überlegen, die Ritterstatue da auszuprobieren. Der Banner ist aber eigentlich sehr, sehr solide und klappt ganz gut. Also, wie gesagt, bis dahin, bleibt gesund. Startet schön in die hoffentlich zwei freien Tage für euch, bevor wir dann am Mittwoch wieder arbeiten gehen. Bis dahin, bleibt gesund, haut rein und ciao, ciao. Stay, no, you can't get to me.